Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Wir sind hier gerade nochmal an unserer, naja, wie soll man sagen, Güterbaustelle. Und ich möchte diesen Zug jetzt erstmal ins Depot schicken, denn mir ist was aufgefallen. Und zwar, die Züge, die fahren einfach so langsam darum, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine neue Lok ranzuhängen. Wobei, irgendwie fehlt uns momentan wieder mal das Geld dazu. Aber ich habe mich eigentlich so dafür entschlossen, jetzt vielleicht die Baureihe 140 ranzuhängen. Die hat 3700 Leistung. Warte mal, wir haben hier nur 1450 kW. Genau, das heißt, das würde uns schon mal kräftig was einbringen. Oder wir sagen gleich, wir holen uns hier gleich die 151. Wobei wir aber dafür momentan nicht genug Geld haben. Na gut, dann kommst du doch nochmal rauf. Also, das wird so jetzt unser Ansatzpunkt für die Folge werden. Dass wir hier nun, ich sag mal, Abhilfe schaffen wollen. Wir wollen hier bessere, leistungsfähigere Züge haben. Genau. So. Dazu brauchen wir aber erstmal eine ganze Stange voll Geld. Und dafür müssen wir natürlich auch wieder mal was tun, ne? So, wir haben hier... Ah, doch, ein bisschen was an Geld bekommen. Haben wir jetzt eigentlich hier nur noch elektrische Züge drauf zu fahren? Das interessiert mich mal gerade. Dazu gucken wir jetzt einfach mal hier... Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt den kompletten Zugtausch hier durchgeführt. Sehr schön. Können wir also auf 100% hochstellen. Und werden damit auf der Linie erstmal fertig. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier auch die neuesten Wagen inzwischen genommen haben. Gucken wir einfach mal bei Wagen rein. Und die haben wir tatsächlich. Oh, wir haben einen neuen Schienenbus bekommen. Wusste ich ja gar nicht. So, da dürfte jetzt inzwischen auch gleich schon der nächste, ich sag mal, Großzug kommen. Hoffe ich zumindest. Und ich überlege so, ob wir nicht doch noch, ja doch, tatsächlich, ob wir nicht tatsächlich noch einen von denen kaufen sollten. Wäre ja irgendwo mal ganz praktisch, ne? Oder wir sagen einfach, wir verkaufen den. Nee, das machen wir nicht. Aber als allererstes... Na toll! Na klar, wir behalten den erstmal im Depot drin. So. Genau. Achso, du kommst auch gleich mal ins Depot mit rein. So. Also als allererstes kommst du jetzt weg. Gut, wir machen jetzt so eine Art Umtauschoption. Jetzt eigentlich die Frage auch noch für mich so, was brauchen wir eigentlich mehr? Brauchen wir eigentlich mehr Getreidewagen oder mehr Viehwagen? Das gucken wir gleich nochmal. Wir haben hier so tatsächlich schon die neuere. Dann nehmen wir die mal in dem Lack. So, wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu 5. Wir brauchen eigentlich... Wenn wir uns das mal angucken, mehr Getreidewagen. Gut, wir kriegen mit dem Zug hier 50 Getreide weg. Und... Naja, keine Ahnung. Wir könnten hier tatsächlich nochmal sagen, wir hängen mal noch ein paar Getreidewagen an. Ein paar Viehwagen. Das wäre möglich, ja. Oder wir lassen ihn so. Wobei, nein, wir lassen ihn nicht so. Sagen wir mal noch vier Getreidewagen und noch zwei von den Viehwagen oder drei. Na gut, sagen wir drei. Gut, damit wäre der Zug jetzt abgeschlossen. So, du kommst auf die Strecke wieder zurück. Und bei dem Zug sagen wir jetzt einfach... Ich würde sagen, wir verkaufen einen Getreidewagen und kaufen uns einen neuen Viehwagen, oder?
Nee, sagen wir nicht. Wir warten einfach auf eine neue Lok. So, ich hoffe, dass die hier jetzt tatsächlich auch den Zug hier schneller bewegt. Nicht, dass wir hier dann tatsächlich wieder so wie am Anfang praktisch dastehen und ewig auf unsere Züge warten müssen. Das war ja letzte Folge. Und der hat inzwischen auch schon wieder eine ganz schöne Länge, ne? Der Zug hier, ey. Aber schicke Lok. Ja. Puh. So. Achso, da ist der, den wir gerade wieder zurückgeschickt hatten. Hm. Und das ist natürlich ein Personenzug. Na klar. Gut. Warum dauert das denn so lange, ey? Obwohl wir sagen nochmal, wir tauschen doch nochmal die Lok um. Die ist einfach zu teuer. Das können wir uns nicht leisten auf Dauer. So, wenn wir die jetzt verkaufen und die verkaufen, haben wir 21 Millionen. Das heißt, wir können uns eigentlich eine Lok leisten für... Naja... Wir können uns eigentlich hier die 140 leisten, oder? Ja, die können wir uns leisten. Die hat 3700, die hat nicht ganz so viel Leistung. Aber immerhin. Und die fährt nur 100, leider. 100. So, wie viel... Warte mal, wir haben hier noch die 150. Die hat mehr Leistung. Aber kostet dafür auch mehr. Die können wir uns dann nicht leisten. Na gut, nehmen wir die 140. Mit der sind wir jetzt einfach zufrieden. So, 1. Und dann nehmen wir hier noch die grüne. So. Und dann schicken wir jetzt beide drauf wieder. Gut. Nett war das also. Wow, die haben sogar echte Sounds hier. So richtige Sounds, ne? Autosave. Gut. So, was können wir noch für die Folge machen? Wenn wir nicht die ganze Zeit auf Geld warten wollen. Wir könnten natürlich Zugsysteme erweitern. Beziehungsweise hier sagen, wir möchten hier auch Güter transportieren. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen, wir transportieren hier mit dem Schiff jetzt auch Güter. Sobald wir hier genug Geld dafür haben. Ist halt immer wieder das Problem, ne? Das Geldproblem. Das. Naja. Wie soll man sagen? Überall bekannte Problem. Keine Ahnung. Allseits bekannte Problem. Jetzt haben wir's. So, hier ist wieder Geld reingekommen. Dann gucken wir mal, wie viel würde uns der Hafen kosten. Güter natürlich. Güter. So, und hier bräuchten wir tatsächlich zwei Terminals. Terminals. So, 201. Ah, das geht doch. So. Dann brauchen wir hier hinten eins. Und zwar im blauen Bereich. Ah, na gut, das ist schwer zu machen hier. Na gut, sagen wir einfach, wir machen hier eins ran. Kollision. Hier wäre keine Kollision mehr. Perfekt. Und dann selbstverständlich noch hier hinten. Da sagen wir, da fahren wir ein bisschen weiter. Genau, dann können wir hier nämlich direkt so in dieses Gebiet praktisch andocken. An das Gebiet andocken, meine ich. Die Docks befinden sich außerhalb des fahrbaren Bereichs, befahrenbaren Bereichs. So, das hier wäre möglich. Gut, haben wir's. Dann müssen wir hier jetzt eigentlich bloß noch anschließen. Also das hier, die Straße.
So. Das klappt sogar, glaube ich. Recht gut. Dann jetzt hier gleich. So, gehen wir hier in so einer Kurve runter. Und dann einfach hier hoch, ja genau. So, haben wir's. So, und da fährt unser Güterzug los. Ja, komm, weg damit. So, bin ich mal gespannt, was jetzt so das Ganze bringen wird. Oha, die Güter sind, glaube ich, jetzt weg hier. Ja, jetzt haben wir hier keine Güter mehr, die angeliefert werden. So. Dich möchte ich aber trotzdem noch mal kurz anhalten. Und natürlich auch noch ein Blickfeld behalten, ne? Das ist ja klar. So, brauchen wir erstmal kurz zwei neue Linien. So, Güterschiff 1 und Güterschiff 2. So. Das ist Nummer 1. Dann haben wir jetzt Nummer 2. Da. Genau. So. G-Schiff. Machen wir es einfach mal so. G-Schiff 01. Und G-Schiff 02. So ganz primitiv jetzt. So. Und dann brauchen wir unser Dock. Wir brauchen ein paar Schiffe. So, das, die transportieren 250. 1,3 Millionen. 1,27. Wir nehmen das hier. So, das erste kommt mal auf die Linie. Und du kommst auf die zweite. Hä, stand da gerade H-Schiff? Das G-Schiff. Das H-Schiff. Alles klar, habe ich mich voll vertippt. G-Schiff. Enter. Enter. Hallo, Enter. So. Seht ihr da was? So. Allerdings brauchen wir tatsächlich jetzt noch eine LKW-Linie, die die Güter hier praktisch runterholt, ja? Alles klar. Gut. Darum kümmern wir uns mal schnell. So. Na gut, können wir uns gerade doch nicht noch drum kümmern. Da fehlt uns mal wieder das Geld zu, ja. So, hier warten 40 Güter auf den. Oh. Sind ganz genau so viele, wie er transportieren kann. Interessant. Ah. Halt, stopp. Wir wollen hier erstmal kurz genau das. Und dann mache ich hier jetzt doch nochmal ein neues Depot hin. Weil ich keine Lust habe, die Fahrzeuge aus der anderen Stadt da herzuholen. So, und hier kommt auch eine neue Linie. Ne, Übersicht natürlich erstmal. So, ihr fahrt da dazwischen. Und das ist dann jetzt LKW 05, glaube ich sogar schon. Oder LKW 06. Warte, das sehen wir gleich. LKW 05, gut, haben wir richtig. So. Gibt es eigentlich auch sowas wie Güterflugzeuge? Sonst könnten wir ja auch ein Flugzeug machen, ne? Also Flugzeuge einsetzen. So. Ist eigentlich vor dir schon mal ein. Der da. Okay, das ist dann der nächste, der dann gegen die neue Lok getauscht werden muss. Shit, ich habe jetzt vergessen, den Zug hier hinten losfahren zu lassen. Komm, fahr. Dann kommst du ja gar. Ja, stimmt, hier hinten, die stauen sich schon. Ups. Meine Schuld. So, die fahren hier fleißig. Boah. Fleißig und viel weg. Das ist sehr schön.
Achso, wie läuft es jetzt eigentlich hier mit unserer Linie? Der fährt voll. Gut, dann können wir hier mal einen neuen Zug noch draufsetzen. Jeden Augenblick. So, wir hatten die hier. Genau. Und dazu die Wagen in Rot. 1, 2, 3, 4. So. Auf die hier. Sehr schön. Ach, da steht gerade einer drin. Na gut, das passt sich schon alles an. So, hier warten 18 allerdings auch schon auf die neue Linie. Das ist schön. Die entwickelt sich inzwischen zum Glück. Also, zu meiner Freude, meine ich. Ja. So, das sind Personenschiffe, die hier rumschuppern. Das hier ist eins, das Güter transportieren soll. Oh, cool. Das, seht das? Die Sonne reflektiert sogar hier an dem Metall. Das ist ja geil, ey. So, wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? 16. So, wir brauchen mehr Geld. So, jetzt dürfte eigentlich auch schon der nächste lange Güterzug kommen, genau hier. So. Und da kommt auch schon wieder einer. Wo ist... Ah. Okay, ja, der fährt tatsächlich schneller als der andere. Also, die Höchstgeschwindigkeit ist zwar nicht so schnell, aber das macht nichts, weil er kann eh nicht ganz so schnell auf der Linie bisher fahren. Also, der ist bisher effizienter. So, den halten wir mal an. Ich glaube, da können wir den sogar noch mal verkaufen. Wobei, müssen wir nicht unbedingt. Aber du kannst erstmal warten, genau, das ist erstmal wichtig. So. Warte mal, weil wir haben ja viel geladen, ne? Ja, inzwischen transportieren wir hier mehr viel. Ja, toll. Und hier haben wir natürlich keine Produktion bisher. Warum sollten wir auch, ne? Wo ist eigentlich unser anderer langer? Ah, hier. Mit der neuen Lok schon. Gut. Das heißt, jetzt kann der hier auch mal wieder losfahren. Eigentlich. So. Gut, Abfahrt hier. Komm, Türe zu. Ist jetzt Autosave oder sowas? Ne, irgendwie nicht. So. Und Abfahrt. Irgendwie schon cool. So, und da ist er weg. Ah, ich dachte, da kommt ein langer. Schade. So, Problem ist ja bei uns, also hier für die Linie immer noch, dass die nicht permanent liefert. Ah, perfekt. Es kommt gerade wirklich wie gerufen. So. Na, komm rein. Das kam jetzt wirklich richtig schlecht, der Autosave, ey. Aber das hält uns zum Glück nicht davon ab, eine neue Lok zu kaufen. So, die kommt erstmal weg. So, und dann brauchen wir hier, wie gesagt, die neue. So, da können wir eigentlich auch eine blaue E40 mal nehmen. Naja, haben wir aber nicht. Wir haben nur eine grüne. Haben wir hier vielleicht schon eine neue... Also,
eine 140 in allen Farben. Nee, hoch nicht. Hoch nicht. Nee, haben wir hier gar nichts, ey. 141, 141, hier haben wir 140. Hier haben wir die E40, gut, nehmen wir die. So, dann kommst du jetzt wieder auf die Linie. Sehr schön. Fährt auch direkt durch. Dann bekommen wir hier auch nochmal zu dem Zug ein bisschen Abstand, genau. Ah, und da kommt schon der. Krass, ey. Es geht hier jetzt tatsächlich wie am Fließband. Also praktisch wie gewollt. So, die Produktion geht hier nur irgendwie runter. Verstehe ich jetzt aber nicht. Warum das denn? Wir haben doch nicht automatisch weniger Bedarf, oder? Großen Seebach. Immer noch schlecht. 8% bisher nur. Fährst du nicht voll? Hä, du liegst fast überhaupt nichts. Das wäre ernsthaft ein Rätsel. Passt hier eigentlich dieser größere LKW-Bahnhof rein? Genau der. Ne, leider nicht. Dann wird der hier bestimmt auch nicht reinpassen. Genau, der ist nämlich genauso groß. Leider, schade. Und der ist auch zu groß, ist wahrscheinlich. Na, ja doch, zu groß. Schade, schade, schade. So, das ist ein Lebensmittelzug. Hä, wieso braucht er denn jetzt auf einmal so lange? Der war doch gerade eben schon hier. Der wird auch schon im Tunnel sein, oder? Das ist der Lebensmittelzug. Ah, da ist ja noch einer. Da ist er. Genau. So. Du transportierst leider gar nichts bisher. Eins. Na, geht doch. Und die Was? Das ist hier schon wieder eingeschlafen? Mensch, wir brauchen echt mal. Also wir müssen das hier echt mal kontinuierlich anliefern, hier das Vieh- und Getreidezeug. So, der hat nur 25. Ernsthaft? Ey, komm, das ist jetzt voll verarsche. So. Letzter Zug, den wir jetzt ersetzen müssen. Beziehungsweise, wo wir die Lok austauschen müssen. Hoffentlich hat er nochmal ordentlich was. Ja, puh. Ah, scheiße, du sollst jetzt die Pro. Hat jetzt fast vergessen. So, als erstes kommst du weg. So, und dann zaubern wir hier nochmal eine von denen hier ran. Genau. So, einfach ran damit. So, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Getreidewagen. Wobei, eigentlich brauchen wir die gerade gar nicht. Wir haben ja keinen Bedarf. So, kommst du einfach rauf da. So, und damit hätten wir jetzt die Güter ersetzt. Und da warten tatsächlich inzwischen Brote drauf. Sehr schön. So. Okay, da wartet noch gar nichts. So, und dann können wir eigentlich mit dem restlichen Geld noch einen Zug kaufen. Was haben wir für Takt auf der Linie?
Der Takt ist bei 3 Minuten, der ist eigentlich gut so. Na gut, wir warten es mal ab hier, wir gucken erstmal. Und dann können wir jetzt eigentlich, wie langsam sagen wir, erweitern hier mal unser Zugsystem, also unser Streckensystem noch ein bisschen. Da hatte ich ja beim letzten Mal hier schon Anspielungen gemacht, dass wir hier was wegreißen wollen. Das können wir jetzt mal machen. So, jetzt haben wir nämlich das Geld dazu. Boah. Und schon haben wir es nicht mehr. Da ist weg, ja. So, dazu bräuchten wir hier nämlich einen Bahnhof. So, dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Als Dreigleisen würde ich vorschlagen. So, den bauen wir hier jetzt genauso rein. Können den hier anschließen. Wobei wir sagen, wartet, wir sagen, der bekommt noch hier einen zweiten Straßenanschluss. So, und dann können wir den hier anschließen. So. Ja doch, so. Gut. Und die Straße, die wir hier vorher hatten, die müssen wir jetzt hier irgendwie wieder hinzaubern. Krass, das klappt sogar. Also mit Brücke würde es sogar klappen. Das würde nur kacke aussehen. Ja, das gefällt mir nicht. Also, lassen wir das. Dann müssen wir jetzt einen Umweg nämlich einbauen. Vorbei. Wenn wir die noch wegreißen. Und jetzt einfach sagen, wir gehen so lang. So. So, wunderbar. Ah. Wie jetzt? Jetzt muss das hier wohl auch nochmal weg, ey. Alles wegreißen hier, ey. So, gut. Jetzt kommen wir hier nicht schnell genug runter, ne? Ja. War irgendwie ja klar. So, lass mich raten. Jetzt kann man hier natürlich wieder nicht gerade bauen. Doch, natürlich. Puh. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Nee, das gefällt mir nicht. Das sieht absolut kacke aus. Ich will es aber gar nicht so haben. Wir bauen das nochmal weg. Da gehen wir jetzt schneller runter einfach. So. Okay, so. Gut, dann gehen wir damit nämlich jetzt so hier einfach runter. Und kann nämlich hier jetzt normal anbinden. So. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. So, haben wir's. Gut, machen wir es einfach so. Vorbei wartet. Ne, das machen wir nochmal neu hier. So, ich wollte jetzt aber eigentlich hier erstmal das Ganze so machen. Wieso muss jetzt auf einmal ein Gebäude entfernt werden? Das muss doch gerade nicht. Jetzt. So.
Gut, und jetzt ist die Straßenbahn auch wieder angebunden. Juhu! So, machen wir hier mal eine Haltestelle hin nochmal. So, dann haben wir jetzt sehr viel Geld ausgegeben. Für im Grunde genommen nichts. Ja, doch. Wir haben hier einen Bahnhof gebaut. Und haben somit nochmal eine schöne Szene hier in der Stadt. Doch, das ist schon irgendwie schön hier. Das gefällt mir. Und dann können wir nämlich von dort hier weiter Richtung Moritz gehen. Und auch nochmal hier nach Börn. Juhu! Ja doch, kleiner Applaus ist fällig, okay? So. Die Vorzüge fahren auch voll. Und wie sieht's hier aus? Hier haben wir inzwischen keinen Zugstau mehr. Also sprich, alles was ich wollte, hat sich erfüllt hier. Alles was ich je wollte. Quatsch. So darf man es natürlich auch nicht betrachten, ne? So, hier fahren unsere E40er inzwischen. Achso, ja, das war der. So, das soll der lange erstmal. Oh, und hier oben wartet inzwischen wieder einiges. Das ist wunderbar. Ja doch, da kriegt der hier gleich mal ordentlich was ab. So. Und der nächste wartet hier unten. Da kommt der nächste. Aber das sind drei. Ah, einer ist gerade angekommen. Das heißt, du wartest erstmal kurz. Wieso? Hä? Achso, das war fürs andere Schiff gedacht hier. Ah, okay, gut. Gut zu wissen, ja. So, der fährt inzwischen dort. So, der nächste kommt dort aber auch schon. Na gut, jetzt lassen wir ihn mal losfahren hier. So. Inzwischen haben wir sogar schon die Folgenlänge überschritten. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit unserem Bauprojekt hier hinten. Da werden wir dann jetzt ein Problem haben. Da werden wir jetzt ein Problem haben, ja. Denn wir bekommen hier keine Brücke hin, dass wir hier die See praktisch passieren können. Also dass die Schiffe weiter fahren können. Das heißt, das muss weg. Da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Gut, das war's erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise ihr seht mich wieder. Ich sehe euch ja nie. Aber das ist nicht schlimm, ne? Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.